Rosi Mittermeier, ihr Mann zerbricht an ihrem Tod, es ist kaum auszuhalten. Unerträglicher Schmerz. Für Christian Neureuther ist der Verlust kaum auszuhalten. Das größte Herz für die größte Liebe der Welt steht auf dem Lebkuchenherz, das Rosi Mittermeier und ihr Mann Christian Neureuther, 73, lachend festhalten. Und es war die große Liebe, über 50 Jahre waren sie unzertrennlich. Dass Rosi nun mit 72 an Krebs gestorben ist, wird für Christian unerträglich sein. Enge Freunde machen sich Sorgen, ihr Mann zerbricht an ihrem Tod. Tiefe Trauer um Rosi Mittermeier, diese Lücke wird niemand füllen können. Die Schockdiagnose Krebs kam vor einem halben Jahr, heißt es. Als sich kurz vor Weihnachten abzeichnete, dass es keine Heilungschance gibt, verließ Rosi das Krankenhaus und fuhr zu ihrem geliebten Christian nach Hause. Hier schlief sie friedlich ein. Für ihren Mann ist der schmerzliche Verlust kaum auszuhalten. Als sich die beiden Skilegenden verliebten, war sie gerade mal 15 und er 16. Ich habe sie gesehen, und es war sofort um mich geschehen, sagte er mal, die und keine andere. Und so blieb es bis zum Schluss. Mindestens einmal am Tag denk ich mir, Mensch, die Rosi, die ist der Wahnsinn, verriet Christian Neureuther vor einiger Zeit. Ein Leben ohne seine Frau konnte er sich niemals vorstellen. Der 73-Jährige ging offenbar davon aus, dass er zuerst gehen würde. Wenn ich sterbe, und die Rosi lebt noch, hält sie mir die Hand. Darauf kommt's an, sagte er mal. Jetzt hielt er ihre Hand. Seine Kinder Felix, 38, und Amelie, 41, sind ihm sicher eine tröstende Stütze. Doch die große Lücke wird niemand füllen können. Zweiter Christian Neureuther, Trost findet er dort, wo er Rosi Mittermeier am nächsten sein kann. Vor 4 Wochen starb Rosi Mittermeier. Seitdem muss ihre große Liebe Christian Neureuther mit dem schweren Verlust klarkommen. Hilfe bekommt er von seiner Familie. Die Skistars Rosi Mittermeier 72 und Christian Neureuther 73 galten vielen Fans als das perfekte Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden 1966 als Teenager und waren mehr als 56 Jahre zusammen glücklich, davon 42 Jahre verheiratet. Mit ihren beiden Kindern Felix, 38, und Amelie, 41, schufen sie sich ein Familienglück, das für sie immer an erster Stelle stand. Nach Rosi Mittermeiers Tod, nur 6 Monate nach der Krebsdiagnose, ist für ihre Liebsten nun eine Welt zusammengebrochen. Wie Bild.de einen Freund der Familie zitiert, soll Christian Neureuther vollkommen fertig sein. Nach Rosi Mittermeiers Tod findet Christian Neureuther Trost mit seiner Familie im Schnee. Doch in dieser schweren Zeit rückt man zusammen, trauert gemeinsam und ist füreinander da. Trost findet die Familie dort, wo sie Rosi Mittermeier am nächsten sein kann, im Schnee. Trost und Ablenkung, Opa Christian geht jeden Tag mit Enkelin Mathilda Skifahren. Der Verlust seiner Seelenverwandten ist für ihren Mann und die beiden Kinder samt Angehörigen noch immer schwer zu begreifen. Rosi war der Mittelpunkt der Familie, alle vermissen sie, berichtet der Freund weiter. Um ihr nahe zu sein und sich nicht komplett in die Trauer zurückzuziehen, hat Christian Neureuther etwas gefunden, was ihm ein wenig Trost verschaffen mag. Im Moment geht er jeden Tag mit seiner Enkelin Skifahren. Das lenkt ihn ab. Mathilda ist 5 Jahre alt und die Tochter von Rosis und Christians Sohn, Felix Neureuther, der wie seine Eltern große Erfolge als Skirennläufer erzielen konnte. Seit 2017 ist er mit Miriam, 32, verheiratet, ebenfalls ein Ex-Wintersportprofi. Zusammen haben beide noch Leo, 2, und die kleine Lotta, 9 Monate. Auf der Piste geben Christian sein Sohn Felix und dessen Familie Kraft, zu Hause wartet Tochter Amelie auf ihn. Die 41-Jährige soll bei ihrem Vater eingezogen sein, damit er in diesen harten Zeiten nicht allein ist. Von der Idee,
Eine große Trauerfeier für seine Rosi zu veranstalten, ist der Witwer mittlerweile abgekommen, heißt es, das würde den Schmerz nur vergrößern. Rosi Mittermeier und Christian Neureuther trafen sich 1966 das erste Mal als Teenager. Seine lange Ehe mit Rose Mittermeier sieht Christian Neureuther nicht als Leistung. Es brauche auch keinen Willen, erklärte der Skistar vor Jahren in der AZ. Das Einzige, was für eine lange, glückliche Beziehung wichtig ist, sei Glück. Wir hatten sehr viel Glück, weil wir uns sehr früh und unangetastet kennengelernt haben. Beide trafen sich das erste Mal mit 16 und 17 Jahren bei einem Jugendskirennen. Ich habe sie gesehen, und es war sofort um mich geschehen, verriet Christian Neureuther damals. Er habe sofort gewusst, die und keine andere.